Willkommen zurück zu doch welcome was welcome welcome hallo lieber Töter. Oh nein, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Das wollte ich natürlich sagen. Dich bekämpfe ich im Nahkampf. Ich meine, die Viecher sind ja auch nicht wirklich stark. Venemal, das haben wir letztes Mal nicht gefunden. Wir haben zwar das Gebäude selbst gefunden, aber wir haben nicht gefunden den Eingang und nicht gefunden den richtigen Satzbau. Und irgendwo da hinten war Venemal selbst. Ein Klippenläufer-Massaker hat sich hier einfach abgespielt, aber komm, komm her. Och, es war... Oh, zwei auf einmal! Machen die Zellteilung, oder was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Das geht... Und du siehst Schlüssel. Ja, das hätte mir sehr geholfen. Was ist das denn? Wo kommt der Pilz her? Wer pflanzt hier bitte schön Pilze? So, danke. Ich habe mein Ziel trotzdem mehr oder weniger erreicht. Die sind nämlich jetzt hier weg. Und ich kann mich genauer nach dem Eingang umschauen. Denn den haben wir letztes Mal nicht gefunden. Und der müsste hier irgendwo sein. Ehrlich, er müsste hier irgendwo sein. Ja, oben noch ein Clip. Durch. Augen zu und durch. Augen zu und durch. Ihr seht schon, es ist so ein bisschen die Hölle hier. Ach, wo ist... Ist das es? Nein. Levi. Levi? Egal. Leviten. Hallo, du müsstest doch... Ah, Venemal, äußere Festung, dort. Okay, wir haben den Eingang. Rein da. In die Sicherheit. In die vorübergehende. In die teilweise Sicherheit. Ja, wir suchen Seelendonner. Den Hammer. Den Hammer, genau. Den ich fälschlicherweise Seelenhammer genannt habe. Du bist böse? Oh ja. Meister Eder ist auch zu Hause. Wenn ich... Ah nee, der kann doch... Oh Gott, du musst... Ah nee, ich sterbe, bevor du es tust. Ach, das ist der Trick beim Kämpfen. Ja, bitte ein bisschen schneller laden. So, der große Knochenläufer, der dort war, der muss als erstes weg. Der muss da weg. Denn, er kann meine Stärke senken. Was verdammt schlecht wäre. Aber zuerst sollte hier der Zombie sterben. Zombie! Okay. Hier läuft irgendwie jede Menge gerade schief. Aber wir rücken's wieder gerade. So, da bist du. Und noch einmal und du wärst auch weg. Ah! Nein! Oh nö. Okay. Wow. Ich muss gucken, dass mir die Mana-Tränke nicht ausgehen, bevor ich bei alle Schreier wachen. Nee, das haben wir, glaube ich, sogar schon gelesen. Ja, auf jeden Fall. Theomen. Die Omen. Eigentlich. Aber Halle der Drehungen, da will ich jetzt noch nicht hin, denn ich glaube, vielleicht ist der Seelenhammer auch direkt hier oben. Und ich kann es ja sogar feststellen. Glaube ich zumindest. End Magie. Mein Magie-Entdecken-Zauber. Da ist was Magisches. Das ist dein Amulett, mit dem du dir gerade Ausdauer entzogen hast. Wärst du möglich? Ich meinte eigentlich, wäre es möglich, dass du stirbst. Ach, er hat's teilweise reflektiert. Du Lausbub! Komm, stirb. Darauf habe ich gehofft. So. Habe ich Tränke für Ausdauer
Ausdauertränke. Hallo? Ja, tatsächlich. Okay. Dann wird das jetzt auch klappen. Du hast dein Amulett da. Immerhin 2000 wert, muss man dazu sagen. Und Magie entdecken nochmal. Hier war nämlich noch eine magische Quelle. Da hinten. Der Zauber ist toll. Ach, das ist wahrscheinlich dein Amulett. Ah, Gegenstand hat nicht mehr genug Ladung. Was zur Hölle? Weg hier. Gut, du hast sowieso nur das Amulett selbst, insofern. Aber du standest vor dem Ausgang, oder? Vor dem. Ach so, Venimal selbst. Okay. Ist hier. Angeblich. Obwohl, das ist draußen, oder? Es ist draußen. Weg hier. Ja, das Aschland, wie ihr seht, ist eine verdammt gefährliche Gegend. Dort würde ich auch nicht allzu früh hin. Muss ich ja auch nicht. Und muss eigentlich niemand, der bei Sinnen ist. Hätte ich doch nur ein besseres Schwert, das nicht leer ist. Bitte, bitte. Danke. Ich werde jetzt durchrennen. Ich werde durchrennen, deshalb, weil ich durchaus überleben will. Entdecken Magie, bitte. Da ist was, da ist was. Was ist das? Es ist unten. Es ist unten. Es ist gar nichts. Ah. Stirb! Stirb nochmal! Und stirb ein drittes Mal. Er ist nämlich jetzt dumm. Er versucht nämlich jetzt durch die Tür zu kommen, um dann uns oben anzugreifen, obwohl wir schon nach unten sind. Er will uns nämlich jetzt, er will nach oben rennen, um uns nach unten zu folgen. Das ist die intelligente KI von Morrowind. Aber wir haben da ein Zeug. Das hier hat einen tollen Levitationszauber. Und wir können raus. Und haben jetzt beide Artefakte. Wir können jetzt im Prinzip zu Dagoth Ur selbst. Wenn. Warte mal. Levitation. Levitation. Okay, raus. Hi. Ist das das Tor? Nee. Nee, Wiederherstellung. Los, bitte funktionieren. Danke. Ja. Wir können jetzt geradewegs durch, wenn wir uns bewegen können. So, das Ganze lief ja ziemlich schnell. Läuft es eigentlich auch immer. Deshalb ist das hier ja wirklich die Endphase des Spiels. So, jetzt. Allein wenn ich dann denke, wenn man jetzt noch eine riesen Artefaktsuche einbauen würde, das würde alles kaputt machen irgendwie. Okay. Danke. Danke. Wulf hat uns übrigens, das war der Typ mit der Glücksmünze, einen Zauber gegeben. Glück des Kaisers. Festigen Glück 20 Punkte. Ist eine Eigenschaft. Kann man also einmal täglich benutzen und kostet kein Mana. Und der ist halt weg, wenn man ihn später besuchen will. Insofern, man kann ihn nur in diesem Intervall besuchen, in dem ich ihn jetzt besucht habe. So. Dagoth Ur selbst dort. Sprung. Ja, das war jetzt total sinnvoll. Ah, cool. War's tatsächlich. Oh, nö. Okay. Und Levitation. Habe ich was, das mich unsichtbar macht? Ihr wisst schon, damit ich mir den Müll hier nicht mehr. Ich wollte es nicht benutzen, nee. Hier, bessere Levitation. Bisschen schneller. Dagoth Ur ist dort. Danke. Und wir steigen über die hohen Gebirgsketten. Jetzt gleich direkt in den Vulkan.
praktisch in den Berg, der dort auf uns wartet, wenn nicht der Klippenläufer dazwischen käme. Und der nächste natürlich auch noch. Verzauberte Gegenstände, wenn die leer sind, füllen sich übrigens mit der Zeit auf, automatisch. Deshalb hat das jetzt auch gerade funktioniert. Das Schwert. Levitation geht gleich fort. Ich brauche einen Trank vorher und Zauber ist. Wow, letzte Sekunde. Jetzt über diesen riesen Berg. Oh nee, es war klar. Ist wie das nächste Klippenläufer-Massaker, aber ich hasse die Viecher einfach. So. Wir erreichen, wir sehen es schon dort unten, Dagat Ur selbst. Die Zitadelle des Bösen. Herkunft all dieser Stürmer. Und da unten, das ist übrigens... Ich möchte es euch zeigen, ich möchte aber nicht daran sterben. Ich war näher, als ich dachte. Das ist übrigens Lava. Und hier ist es eigenartigerweise ziemlich sicher eigentlich. So, ich suche den Eingang. Dort. Da unten ist der Eingang. Hier ist so ein Schalter irgendwo. Wo genau war der Schalter? Hier. Hebel, Kurbel. Dreht man, Eingang öffnet sich, rein. Wie das bei diesen Dwemer-Türen eigentlich immer ist. Wir sind in Dagat Ur selbst und wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und treten dort dem Endboss entgegen. Bis dahin, ciao.